Gut, Galerie öffnen? Nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Wie schließe ich denn das ganze Fenster jetzt? Halleluja, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nichts mehr weiß. Warte, ich möchte zum Morgen. Morgen. Okay, hier. Direkt drüber. Okay, dir scheint es gut zu gehen. Der Weg ist sehr weit bis zu deinem Haus. Warum ich das auch da hinten hingepackt habe, weiß ich nicht. Aber das Erste, was du jetzt machen musst, um einfach deine Zukunft zu sichern, ist einen Job zu suchen. Und bitte mach das. Meld dich bitte nicht beim Arbeitsamt. Ja? Wie, du kannst da nicht entlang? Habe ich da keine... Ich habe da doch eine Tür hingebaut. Kann sie das jetzt? Kann sie da hingehen? Sie kann da hingehen. Wir haben übrigens die Außenfassade nicht gemacht vom Haus, aber wir haben kein Geld mehr dafür. Also, was soll's? Such. Wieso kannst du da nicht entlang? Du musst da doch entlang können. Bin ich doof? Die Tür ist da. Der Stuhl ist da. Sie muss da doch einfach nur durchgehen. So dick bist du jetzt auch nicht, dass du da nicht durch kannst. Wartet. Einen Moment. Wie mache ich das nochmal, dass ich die ganzen Wände komplett hochsehe? Nee, nicht zentrieren. Das war nicht so schlau. Gott, es gab doch irgendwie eine Möglichkeit zu gucken. Welten verwalten? Nö. Kurz mal ganz kurz, Leute. Wo konnte ich das mit den Wänden sehen? Alter, man kann sogar so dealen und so machen. Ach, guck mal, das kostet nicht mal was. Aber das mache ich jetzt nicht. Wo konnte ich denn jetzt einstellen, dass man hier die ganze Wand sehen kann? Also, kannst du hier hingehen? Sie kann da hingehen. Kannst du dir einen Job suchen? Setz dich hin. Kannst du dich hinsetzen? Kannst du dir jetzt einen Job suchen? Ich glaube, sie ist ein bisschen dumm. Oder soll ich das so machen? Aber der Stuhl hätte ja auch gar nicht gestört. Tatsächlich. Du hättest auch im Stehen diesen Job suchen können, aber naja, gut. Dann gucken wir mal gleich, was sie da so findet. Astronautin, Business, Synergie, Effizienz, Gewinn. Wenn es sie bereits beim bloßen Klang dieser Worte aus dem Wirtschaftsbereich in den Fingern kribbelt, ist das vielleicht genau die richtige Branche für dich. Berufszweig Management und Investoren. Also ein ganz normaler, oh, Poststellenkraft. Das klingt natürlich sehr gut. 16 Dollar pro Stunde kriegen wir, Simoleons. Das ist natürlich ein bisschen mehr, aber Astronaut sein, glaube ich, ist auch gefährlicher. Aber als Praktikant ist das gar nicht so schlimm. Entertainment könnten wir auch arbeiten, als Amateurunterhalterin für 23 Simoleons pro Stunde. Freelancer, da habe ich nochmal was anderes, oder? Verfügbar, digitale Künstlerin, Programmieren und Schriftsteller. Das ist doch eigentlich meins, oder? Nein, dann ist man selbstständig. Oh. Ich glaube, das wird ganz schön eklig, selbstständig zu sein und Geld zu verdienen. So, sei dein eigener Chef, stelle deinen eigenen Arbeitsplan auf. Hört sich gut an, nicht wahr? Wenn du sowohl über die Selbstdisziplin als auch Entschlossenheit verfügst, ist zahlreichen Branchen... ist eine freiberufliche Karriere vielleicht genau das Richtige für dich. Du kannst in zahlreichen Branchen arbeiten, Agenturen stehen bereit, um dich noch heute mit ungeduldigen Kunden bekannt zu machen. Also Freelancerin ist eigentlich das, was auch zu meinem Bestreben passt, aber ich glaube, Geld bekomme ich dadurch gefühlt erstmal nichts. Man muss da ja auch sich erstmal hocharbeiten, bis da was passt. Geheimagent sein, natürlich auch Koch werden, Maler, Schriftsteller, Sportler, oh Gott, kein Sportler, ich kann das nicht, Stilbeeinflusserin, so Influencer-mäßig, die darf ich sehen, die richtigen Farben, die richtigen Musterkunde. Mit dir wird die Welt wieder ein Stück harmonischer. Trendsetter und Stylistin, tatsächlich. So, Technikguru, was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit deinem Riesengehirn ja wohl hinbekommen. Berufszweig E-Sportlerin und Start-up-Unternehmerin. Klingt eigentlich auch ganz fresh, oder? Live-Chat-Beraterin. Verbrecherin. Ich glaube... Gott, man kann ja am Ende seinen Beruf auch kündigen, ne? Aber ich glaube, dann verdient man am Ende richtig viel, wenn man dann auf einmal kündigt, dann ist man wieder ganz bei Null. Digitale Programmiererin, Schriftstellerin.
ich weiß nicht, was beim Freelancern machen. Sollen wir es einfach mal wagen statt Technikguru? Eigentlich würde mich Technikguru schon ansprechen, aber ich glaube, als interessantere Variante könnten wir das nehmen. Weil wir werden einen größeren Haushalt später haben und dann haben wir wirklich hier diesen ganzen Bereich, den wir abdecken könnten. Und ich glaube, das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn wir das nehmen würden, oder? Dann nehmen wir das. Wir werden selbstständig, glaube ich. Das wird nicht gut laufen. So, ich könnte Computerexperte werden, Freelancer-Programmiererin. Möchtest du ein kleines Geheimnis erfahren? Du brauchst kein Computerexperte zu sein, um ein toller Freelancer zu werden. Du brauchst lediglich einen PC. Ja, habe ich. Eine Suchmaschine. Ja, ist dabei. Und den eisernen Willen, mit Leuten, mit Visionen zu arbeiten. Natürlich hilft es, ein Experte zu sein. Verdammt. Electrified Artist. Ist ein digitales Gemälde dazu in der Lage, jemanden zum Weinen zu bringen? Bisher weiß das noch niemand. Das liegt teilweise auch daran, dass alleine die Idee, überhaupt in Betracht zu ziehen, schon sehr gewagt ist. Wer immer diese Frage erfolgreich beantworten möchte, muss zuerst zahlreiche andere Fragen beantworten. Warum weinen wir? Warum lachen, lieben oder lächeln wir? Was sind die Auslöser unserer Emotionen? Okay, das ist also digitales Malen. Und das ist dann Schriftsteller sein. Wenn die Leute uns auf der Straße sehen, zeigen sie auf uns und rufen, oh, ein Sim der großen Worte. Okay, tun sie nicht, vielleicht eines Tages. Wir erledigen Aufgaben vom Korrekturlesen bis zum Ghostwriting für berühmte Leute. Ghostwriting fand ich eigentlich selber mal ganz interessant, ne? Also nicht, dass ich das jemals machen würde, weil so gut schreibe ich nicht. Aber mal einfach zu überlegen, dass echt Leute Bücher schreiben für andere, und niemand das halt weiß. Ne? Also du schreibst es, jeder denkt, jemand anders hat es geschrieben, aber du wirst dafür gut bezahlt. Also, so, schnapp dir die Tastatur, lade dein bevorzugtes Textverarbeitungsprogramm und unterstütze uns. Gut, ich glaube, ich werde dann Programmiererin. Ich wollte tatsächlich mal programmieren und das Ganze mal studieren. Habe ich aber gelassen, weil das, ich glaube, dass das wird nichts. Also ich war relativ gut in der Schule, aber ich hatte es auch nur 2 Jahre, ne? Danach, glaube ich, mit diesem Wissen kommt man vielleicht nicht so gut zwingend voran. Also, Computerexperte, was muss ich denn dafür machen? Oh mein Gott, ich muss Aufträge dafür annehmen. Okay, absolut nicht dubioses Unternehmen. Was? Was ist das denn? Private Daten verschlüsseln, Hilfeschrei nach Kalkulationstabellen. Ach so, also hier kann ich dann einfach ganz normal Aufträge annehmen, die mir Leute zusenden. Ich könnte also mit gut Glück ca. 5.000 oder 6.000 sogar, 6.400 Simoleons verdienen bei bestimmten Aufträgen, wenn ich das Programmierlevel auf jeden Fall habe. Okay, also wir haben 2 Wahlen, die wir treffen können. Daten verschlüsseln oder Hilfeschrei nach Kalkulationstabellen. Ich lese mir jetzt nicht mal die Texte durch. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, wenn wir einfach das nehmen. Es geht um die Bezahlung, Leute. Es tut mir leid. Es geht um die Zahlung. Und ich glaube, das müssen wir hinbekommen. Hallo Computerfreak, ich habe ein paar sehr private Dateien, die verschlüsselt werden müssen. Du weißt schon, nur für den Fall. Ich habe selber leider keine Ahnung davon. Daher möchte ich jemanden dafür bezahlen, dass er sich darum kümmert. Bitte schicke mir ein paar Dateien, die du verschlüsselt hast, um zu beweisen, dass du es kannst. Um zu beweisen, dass du es kannst? Warum doch immer ein Fragezeichen steht? Nein, das ist Blödsinn. Vielleicht, ach so, nein, tatsächlich, es soll wirklich mit einem Fragezeichen sein. Vielleicht schicke ich meine Dateien auch gerne an die Leute, vor denen ich sie eigentlich schützen möchte. Das macht mir Kopfschmerzen. Jemand soll einfach den Job machen, bevor ich es mir noch anders überlege. Gut, 135 Simoleons, dafür mache ich das. Im Internet surfen. Das hast du dir jetzt freiwillig entschieden, ne? Programmieren üben. Du brauchst nämlich die erste Energie geladen. Sie braucht nämlich ihre Fähigkeiten im Programmieren Level 1. Und der liegt jetzt Freelancer. Willkommen, der werte Freelancer. Wir freuen uns, dich in unserem Talentpool begrüßen zu dürfen. Nachdem du eine Agentur gewählt hast, kannst du unsere Dienste nutzen, um Kunden ausgeschriebene Aufträge zu finden, die deine Interessen und Fachkenntnisse entsprechen. Ein paar Ratschläge seien immer nett zu deinem Kunden. Schließe alle Aufträge rechtzeitig oder früher ab. Oh, und stelle sicher, dass du das nötige Handwerkszeug besitzt. Wir setzen große Hoffnungen in dich und wünschen dir viel Glück. Okay, schließe ich mal ganz kurz. Was gibt's neu? Programmierfähigkeit erworben. Okay, das heißt, ich habe es geschafft. Ich müsste doch die Anforderungen jetzt erreicht haben. Und es ist erst Sonntag, deswegen. Es ist Sonntag. Wir haben ja noch voll viel Zeit, bis da irgendwann mal was losgeht. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir mal versuchen, mit 251 Simoleons am Tag auszukommen. Wir haben tatsächlich schnelles Internet? Oh. Ach so, ich konnte das selber... Ach so... Oh, ich habe mir das selber sehr einfach gemacht.
Schnelles Internet ist anscheinend ein Muss bei uns. Gut. Post habe ich hier nicht. Hier kommt gerade eine Person entlang. Sind wir mal ein bisschen sozial? Nee, nicht Training. Ich will mal mit denen... Oh, Alter. Das geht ja voll die Party ab bei denen. Hallöchen. Wen spreche ich hier? Gruppenauswahl. Freundlich vorstellen. Komm, hör mal ganz kurz auf. Du hast eh die Programmierfähigkeit schon erworben. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch ein bisschen gucken, dass du mal Freunde und so findest, ne? Ist wichtig. So. Ah, das war ein Bestreben von ihr. Verdammt. Mit jemandem plaudern. Doch, dann haben wir das doch. Dann beweg dich mal dahin. Perfekt. Und dann sprechen... Was macht er denn bitte an seinem Handy? So, Gruppendialog. Plaudern wir gerade mit jemandem? Achso, oder gibt es Plaudern als Auswahl? Witz über Enten erzählen. Perfekt, Leute. Enten sind witzig. Lustige Geschichte. Mehr Auswahl. Achso. Oh, wir haben es geschafft. Mit Bella plaudern haben wir auch geschafft direkt. Einen Fernseher kaufen. Mit welchem Geld? Mit welchem Geld würdest du das machen, Gigi? Und wer bist du? Nancy Landgrab. Was macht sie in meinem Haus? Hey, stopp. Du machst den kaputt bestimmt. Was machst du an meinem PC? Sie... Bella Grusel ist ihr Name. Ich habe ganz kurz mit ihr geredet und jetzt geht sie einfach in mein Haus rein und... Und spielt einfach an meinem PC. Tetris. Sie spielt Tetris, aber auf lauchig. Oh Gott, willkommen in der Nachbarschaft. Achso, oh, sie will sich mit mir vorstellen, die nette Eliza Pancakes. Und der hat einen Kuchen. Der hat einen Kuchen. Nachbar hereinbitten. Ja, komm, die bitten wir herein. Die bitten wir auch herein. Haben wir gleich richtig Party, Leute. Begrüßungskomitee. Ach, das ist ein Event für uns. Klick auf diesen Button, um das gesellschaftliche Ereignis vorzeitig zu beenden. Ach so, Gott, Menschen, ey. Habe ich mir selber eingebrockt, ich weiß. Okay, dann, das ist ja unsere Nachbarin, ne? Dann sollten wir vielleicht auch ganz nett mit ihnen sein. Nach den Tag fragen. Beleidigen? Nein. Gott, wieso ist sie denn auf einmal so aggressiv? Sei doch mal nett. Frag sie nach der Karriere. Und, über die örtliche Jugend beschweren. Hat erfahren, dass Eliza arbeitslos ist. Ist nicht schlimm. Ich bin Freelancer, also quasi auch arbeitslos gerade. Mit so quasi gar kein Geld, das ich irgendwie machen kann. Ich gebe mir Mühe. Was macht sie da eigentlich? Gewinnt sie gerade in irgendwas? Was? Lernt sie gerade eine Fähigkeit? Oder? Der hat einfach einen Kuchen abgestellt. Was ist das denn? Gourmet-Obstkuchen. Hergestellt von Bob Pancakes. Oh, ist das ihr Mann? Sorry, Steuerung. Ist das ihr Mann? Bob Pancakes, tatsächlich. Oder... Nee, ich glaube nicht, dass sie Brüder sind. Nicht böse gemeint, aber ich glaube nicht, ne? Höchstwahrscheinlich nicht. 8 übrig. Kann ich davon einfach ein Stück nehmen? Wie geil ist das denn? Der hat mir einfach Essen hingelegt. Sehr gut. Da muss ich wenigstens nicht anfacken oder so. Der Typ ist immer noch an seinem Handy, der... das bin ich normalerweise. Oh, hallöchen, Cowgirl. Das kommt doch ein bisschen aggro. Können wir denjenigen noch ein bisschen kennenlernen? Erfahren, ob der arbeitslos ist? Oh Gott. Oh Gott, hier irgendwas kennenlernen. Ne, man muss ja auch erstmal über Nachbarn tratschen. Tratschen? Ist das was Schlechtes eigentlich? Unverschämte Geschichte erzählen. Jemanden parodieren. Oh. Oh, das Gespräch ist angespannt für ihn. Folgendes Merkmal herausgefunden. Warte, wir sind charismatisch und ich habe alles geschlossen. Ich bin ein sehr schlauer Mensch. Vielleicht sollten wir einfach nett zu ihm sein, weil er ist gerade nicht so fröhlich. Deswegen, tiefgründig und fragen wir erstmal nach dem Tag. Der kann sich ja schon ein bisschen ausreden. Wir danken fürs Kommen. Und ansonsten bitte ich jetzt diese Bella hier sitzen und plaudern. Sitzen. Weißt du, ich programmiere jetzt ein... Oh Gott, was habe ich gemacht? Witze schreiben. Nee, du schreibst hier keine Witze. Du übst jetzt Programmieren. Und die geht automatisch weg. Perfekt. Alter, streitet ihr euch jetzt gerade um ein Auto oder was macht ihr? So, jetzt... Was machst du jetzt? Im Internet surfen. Kannst du bitte einfach Programmieren üben? Das ist auch ein Bestreben von dir. So, jetzt haben wir schon... Hä? Was gerade... Alter, knutscht euch doch nicht einfach in meine Hütte ab. Wir haben jetzt gerade 4 Leute kennengelernt. Das ist gar nicht so schlecht.
Davon ist keiner wirklich unser Freund. Es sind einfach nur Nachbarn, die wir vielleicht kennen. Hört auf, mich beim Programmieren zu stören. Oder lerne ich jetzt trotzdem? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, hier sehen wir unseren Job. Und dann mit Kunden chatten. Oh, stimmt, das muss ich erstmal machen. Oh Gott, stimmt, ich muss die ganzen Sachen erstmal hier machen. Oh Gott. Karriere, Haushalt, mehr Auswahl. Web. Kunstschreiben, lustige Sim. Oh Gott, im Internet surfen. Kontakte knüpfen. In Forum. Mit Nancy Landgrab chatten. So, mach das jetzt erstmal. Ich schließe erstmal das Programmieren. Berichte mal das Gruppenchat-Ding ab. Du musst das einmal machen. Kurz mit jemandem zu chatten. Warte, ich muss ja mit den Kunden chatten, ne? Nicht mit einer Nancy Landgrab. Verdammt, wie mache ich das? Freelance. Mit Kunden chatten, da haben wir es. Okay, Freelance-Dateien verschlüsseln. Freelance-Dateien verschlüsseln. Freelance-Dateien verschlüsseln. Müssen wir 5-mal insgesamt machen. So. Dann hören wir ganz kurz auf, mit so einer Nancy zu chatten. War das nicht Nancy? Nee, das war Pancakes. Wer war Nancy? Die Blonde. Die Blonde. Ja, die da. Okay, jetzt macht sie erstmal, ich spüre mal ein bisschen vor. In der Hoffnung, dass bald mal die Nachbarn gehen. Die stören mich jetzt gerade sogar ein bisschen. Chat mal ein bisschen schneller mit ihr. Wir haben gleich nicht mehr so viel Zeit. Montag um 9 Uhr musst du fertig damit sein. So, einen Moment. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt muss sie noch zweimal... Nee, nicht mit Kunden chatten. Sie muss eigentlich programmieren. Ey, die haben die Kuchen... Alter! Ist das dein Ernst? Junge, geh mal weg. Was stimmt denn nicht mit dir? Du unhöflicher Mensch. Zeit ist abgelaufen. Die sind nicht mehr interessiert an mich. An mir. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen. Muss los. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ja, ja, gerne. Guck mal, wir sind direkt im Angelpool hier. Die angeln hier so schick. Das möchte ich auch mal machen. Aber erstmal, ne? Erstmal Job, Leute. Die kommen hierher, weißt du? Legen hier die dreckigen Teller ab. Das ist ja klasse. Okay, Spaß sieht gleich nicht so gut aus bei ihr. Wieso kann ich jetzt nur noch mit Kunden chatten? Die muss mal gleich lernen, die Datei zu verschlüsseln. Also mehr Dateien zu verschlüsseln, aber das macht sie irgendwie jetzt gerade nicht. Das ist nicht gut. Oh Gott, warte, stopp, was? Was ist das? Oh nein, bei der Verschlüsselung ist irgendwas schiefgelaufen. Die Datei ist beschädigt und lässt sich nicht mehr öffnen. Zum Glück konntest du den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Bitte versuch es noch einmal. Nein, das ist nicht dein Ernst. Okay, wir haben bis jetzt also noch nichts geschafft von den unteren. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Während sie jetzt hier programmiert, gucke ich mal ganz kurz, was sie braucht. Sie möchte kurz mal, ne, für kleine Mädels. Verbessern wird hier nicht. Kannst das mal gleich verwenden. Und dann kannst du dir, gleich diesen Kuchenstück nehmen und einfach essen. Portion nehmen, ein Stück nehmen. Was ist der Unterschied zwischen ein Stück und eine Portion nehmen, Leute? Egal, mach das einfach. Braucht Vergnügen. Ja, ja, kriegst gleich dein Vergnügen. Dann kannst du versuchen hier sonst, Gott, programmieren, schreiben, soziales Netzwerk, Spiele spielen. Big Block, das war wahrscheinlich vorhin, was die anderen gespielt haben. Sims Forever. Ach, Leute. Wer kennt's nicht? Wer hat nicht den guten Sims Forever gespielt? So, Dateien verschlüsseln mache ich mal ganz kurz weg, damit die... Hat's funktioniert? Es hat funktioniert, glaube ich. Eine Datei haben wir bis jetzt geschafft zu verschlüsseln. Okay, so. Okay, jetzt fehlt nur noch der Spaß bei ihr. Wäschst du das eigentlich direkt ab? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, jetzt liegen da schon 3 Teller. Grandios. Shoyoko ist ein Geek. Dieses Sims... Einen Moment... Diese Sims müssen Spiele spielen und sind wegen ihres angeborenen Wissens gut im Ausspüren seltener Sammelobjekte in der Spielewelt. Das ist natürlich eine Sache, die ich unbedingt in meinem Leben immer brauche. So, Videospielfähigkeit haben wir erworben. Und nachdem es dir gut geht, musst du nochmal versuchen, Dateien zu verschlüsseln. Eigentlich noch 4-mal, Mädel. 4-mal. Und wenn du das gemacht hast, räum mal ganz kurz auf. Das stört mich. So, dann spüre ich mal ein bisschen vor. Und dann muss ich auch gleich schlafen gehen. Ich glaube, wir schaffen das nicht, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe. Oh, Fische und Programmieren und... stimmt. Wir machen gerade unser Bestreben. Das ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Da können wir uns, glaube ich, sogar Sachen leisten und dann so ein bisschen so die Perks und so von ihr aufbessern. Weniger hungern oder so. Ich glaube, das wird ganz geil. Okay, so, du bist jetzt glücklich genug, hör auf zu spielen. Jetzt geht's los. Programmieren ist wieder angesagt.
So. Ansonsten glaube ich, muss sie danach wirklich schlafen gehen. Das ist nicht so schön. Wie lange das Programmieren bei ihr dauert? Achso. Hä? Habt ihr das gesehen? Das kam hier richtig gerade im Durchzug. Fruchtige Köstlichkeit. Bitte was? Was passiert hier gerade, Leute? Okay, und was ist das hier? Bei jemandem Hüftstoß vollführen. Ja, nein, du bist ganz alleine. Hier wird nichts an Hüften gestoßen. Haben wir es jetzt geschafft? Ja, tatsächlich. Sie wird besser, Leute. Sie wird besser. Na gut. Dann. Oh Gott, das wird gleich nichts. Nimm dir nochmal ein Stück und danach musst du schlafen gehen, leider. Weil sonst passt das nicht. Levelaufstieg hat Level 4 der Fähigkeit Programmieren lernen. Das geht ja super schnell bei ihr. Ah, sie hat ja auch dieses eine hier, womit sie schneller lernt, ne? Schneller Lernerin. Das ist eigentlich richtig vorteilhaft. Hat jetzt wie. Sie kann außerdem Schulnoten hacken. Nur Teenager, ja, das braucht sie ja gar nicht. So. Also, bitte, bitte, bitte. Komm schon, zieh einfach durch. Du schaffst das, du schaffst das. Zieh diese Male durch, weil sonst kriegen wir es nicht hin. In 5 Stunden muss sie eigentlich soweit sein, ne? Dann packe ich die Sachen mal weg. Ich weiß halt nicht, ob sie die Sachen schaffen muss. Also, wisst ihr, was ich meine? Was passiert, wenn sie es hier nicht schafft? Ob das schlimm ist? Sie hat direkt aufgegeben. Sie hat aufgegeben. Sie ist zu müde. Okay, ist in Ordnung. Hä? Was macht sie da? Entspannen. Was? Geh in dein Bett. Schlaf. So. Nee, es ist schon. Es ist 9 Uhr. Wo muss ich denn sein, wenn ich das mache? Fertigkeit am Mittwoch. Am Mittwoch? Oh, und ich hab mich. Stand da nicht Montag? Leute, ich könnte schwören, dass da Montag drin stand. Wir haben auch den ganzen Tag einfach nichts gemacht. Laut dem. Ja, geh ruhig. Bitte, geh ruhig. Dann nehmen wir uns nochmal ein Stück zum Essen. Und dann kannst du vielleicht auch direkt. Hä? Du hast jetzt die Toilette nicht. Du sollst die Toilette verwenden. Sie bricht gerade irgendwie das nächstbeste immer ab, ne? Ich glaube, irgendwas ist gerade verbuggt. Egal. Setz dich hin, ne? Du erstmal alles, was du tun musst. So, und jetzt nimm dir nochmal ein Stück. Jetzt mache ich erstmal alles einzeln, weil irgendwie geht das gerade nicht weg. Huch, iss doch. Iss es. Iss dir ein Stück. Bist du satt? Hast du keine Lust, das zu essen? Eine Portion nehmen? Sie legt das direkt weg. Ja, okay, gut. Dann musst du als Caterer engagieren. Bob, hä? Wieso wird mir das vorgeschlagen? Schnelle Mahlzeit essen. Warte. Er möchte vorbeikommen, abhängen. Ja, komm ruhig vorbei. Ist okay. Mach das. Schnelle Mahlzeit. Nimm dir einen Joghurt raus. Sie isst nicht, Leute. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Einen Moment. Ich speichere mal ganz kurz. Obwohl, ich glaube, ich regle das sonst gleich offscreen einfach. Da kommt schon die Eliza Pancakes. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal gleich wieder, in der Hoffnung, dass ich mal ein bisschen mehr Geld reinbekomme, weil sonst habe ich ein bisschen Probleme. Und ich sehe jetzt aktuell auch nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Dann verabschiede ich mich und sage auf Wiedersehen. Hör auf an meinem PC zu spielen.